Folge 206 von Simotrans. Wir wollten ein Holzsägewerk. Oder was wollen wir machen? Ne, wir waren hier. Hier oben waren wir auf jeden Fall und haben da geguckt, dass wir hier das Holz. Beziehungsweise wir brauchen ja erstmal vom Wald her das Zeug zum Sägewerk. Ach, das hatten wir schon erledigt, oder wie sehe ich das? Ah, das hatten wir schon erledigt. Die fahren jetzt nach da. Das heißt, die produzieren schon Papier, genau. Und jetzt muss das Holz noch nach da oben. Dafür sollten wir hier einen Hafen bauen, hatten wir gesagt, ne? Dann schauen wir mal, dass wir hier einen Hafen bekommen, der hier irgendwo gebaut wird. Schön wäre es natürlich, wenn wir den da dran bauen könnten. Geht das so? Ich glaube nicht, oder? Da wird es gehen, ne? Dann haben wir aber schon wieder zwei Orte, die ich ja nicht unbedingt haben möchte, ne? Lass uns doch mal gerade Straße bauen, die hier so ist und da so geht. Dann können wir da noch so eine Laderampe machen. Dann passt das und dann können wir beim Hafen hier neben das da hinbauen und schon geht's. Und es ist ein Hafen, den ich da haben möchte, ne? Genau, gut. So, das haben wir. Und der zweite Hafen, der ist ja da oben schon da. Jetzt bedeutet, ich hoffe, das ist jetzt hier nicht ein Holzhafen nur, ne? Aber das passt schon. Das Holz ist ja sogar richtig angezeigt, wenn. So, und das bedeutet jetzt, wir gehen da hoch und haben hier unsere Werft irgendwo. Und jetzt sollten wir ein Schiff haben, was Holz transportieren kann. Dropdown-Menü wäre sinnig, ne? Weiter, ne, Holz. Holz. Da sind die Schiffe mit Holz. 230 Festmeter, 222 Festmeter, 180 Festmeter. Und hier, wir nehmen das große. Bis das da ist, klappt das sowieso dann. So, Fahrplan. Ist von hier auf jeden Fall nach da hierhin. So, in Sonderhausen Papierfabrik soll er 100% laden. Falsche Seite, passt. Und das ist eine neue Linie, die wir Schiffslinie Holz einfach nennen. Schuss. Und sollte dann so sein, oder? Toll, wie die Schiffslinie Holz heißt, ne? Lass das mal starten. Irgendwie haben wir das noch nicht gerallt mit dem schönen Umbenennen. Zack. Das fährt schon mal dahin. Und kann ordentlich Holz mitnehmen, ne? Okay, das brauchen wir nicht verfolgen. Das können wir schließen. So, das Holz wird jetzt hier hingebracht. Von hier aus muss das Holz dann allerdings weiter. Wie wir sehen, sind hier zwei Züge dran, die uns den Dingens blockieren. Wieso steht denn der da und fährt nicht? Ist hier oben auch noch irgendwas? Ah, der fährt erst jetzt weiter und dann kann der auch weiterfahren, oder? Ja, passt. So,
So, das bedeutet, dass wir hier jetzt ja noch was brauchen, oder? Nämlich noch ein Gleis mehr. Die fahren ja sowieso nicht mehr. So, 1, 2, 3, 4, 5, 7 und dann dahin. Das würde so rum funktionieren dann, ne? Hm. Komm, nehmen wir das. 6 passt. Jetzt haben wir das Gleis mit 6. Die haben nur 5, aber ist egal. So, das bedeutet 6. Da war auch noch Güterbahnsteig klein, mittel. Na, da haben wir das groß. Mhm. Jetzt kommt er da lang, fährt da lang. Das passt schon. Das ist egal, wie er da reinfährt, denke ich mal. Wir müssen nur jetzt gucken, dass wir da einen Zug dran kriegen, der Holz fahren kann, ne? Irgendwo muss hier das Lokschiffchen sein, da. Den machen wir weg. Ist da noch mehr? Nein, ne? Nein. Eine Lok brauchen wir erstmal. Können wir mal hier Holz schon mal auswählen. So, die... Ne, wollte ich nicht. Die wollte ich verkaufen. Das können wir als erstes mal machen. Die wollen wir nicht mehr haben. Dann anhängen. Ja, so wie es aussieht, ist dieses die Lok, die wir haben wollen, oder? 160, 430. 120, 176. Hm. Die ist natürlich viel günstiger, ne? 1472 kW. Ja, die hat 2,8. Ich glaube, die Leistung könnte man da schon sehen, ne? Dass man die braucht. 100. Okay. Ne, dann... die fährt 120 und die fährt 160. Die hat das Doppelte an Leistung von der. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Lokschuppen haben wir da. Wie schnell sind denn hier die Gleise? 160, okay, das würde auch dann gehen. Dann würde ich die mal nehmen und Waggons dran hängen. Der 25, der 15. Ah, konnte nur 100 fahren, hätten wir auch den anderen nehmen können. So, gerade gucken, wie lang ist der Halt hier. Nur 5, also reicht das. So, das bedeutet... Fahrplan müsste ja vorhanden sein eigentlich, ne? Maschine, Stahl, Schrott, Stahl, Kohle, Zeche, Schrott. Der fährt Hardexen halt nach Riedenburg-Rathaus Bahnhof. Das ist doch unsere Linie, die wir brauchen, oder? Schrottlinie ist es also. Schrott. Und dann stehen die da hinten richtig, ja. Starten. Und
Das können wir schließen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie der da hinfährt, ne? Ah, das ist er ja schon. Verfolgen. Schiff fährt natürlich noch irgendwo in der Gegend rum. Hat noch einen weiten Weg auch vor sich, bis da ist. Der ist auch verfolgen. So, das bedeutet, der fährt jetzt da hinten hin. Wir können das mal schneller drehen lassen gerade. Ich hoffe, der findet den Weg auch in den letzten Bahnsteig. Hat er gefunden, gut. So, der wartet da jetzt auf Lieferung. Und das bedeutet, das ist schon mal schön. Jetzt müssen wir nur da oben noch gucken, dass wir vom Bahnhof zum Sägewerk das Holz kriegen. Das heißt, wir müssen da noch Lastkraftwagen fahren lassen. So, das bedeutet Fahrzeug hier, Straße. Ja, man müsste jetzt kommen, 100 ist erstmal angesagt. Zack. Straße kann ja super geradeaus gehen bis dahin, ne? Und ja, komm, machen wir hier das Depot hin. Und dann zwei Ladestationen. Da und da. Sollte erstmal reichen. So, das ist geklärt. Dann brauchen wir Fahrzeuge da drauf. Holz. Da ist Holz. Da ist ein schicker LKW. Und der kriegt auch noch den Anhänger dazu. Der. Und Fahrplan ist dann dort. Nee, da nicht 100%. Quack. Noch da. Und da brauchen wir 100%. Dann heißt das jetzt Holz. Okay. Neue Linie. Holz, LKW schreiben wir da jetzt mal gerade einfach hin. Und LKW. Das ist eine neue Linie. Jetzt weiß ich nicht, was er gemacht hat. Das habe ich immer noch nicht verstanden hier. Sind hier irgendwo die Holz-LKW jetzt finden? Holz, Wald, Papierfabrik, Holz-LKW ist jetzt nirgendwo hier zu finden. Das hat dann wieder mal mit dem Umbenennen auch nicht geklappt, ne? Mach es so. Und kopieren wir dreimal. Und alle sind gestartet. Alle fahren dahin und warten dann da am Bahnhof, oder? Sollte so sein. So. Das bedeutet, das Sägewerk bekommt das Holz. So, jetzt müssen wir gucken, nur. Die Bretter, also es verbraucht wird Holz und die Bretter müssen da auch hingebracht werden. Das ist nur die Frage, kann denn so ein LKW auch Bretter fahren? Oder ist es ein anderer? Nee, ist wohl der gleiche. Das bedeutet,
Die Bretter kommen auch schon zum Bahnhof mit diesen LKWs. Das bedeutet, wir brauchen dort oben ein Fahrzeug, was jetzt von da nach da fährt mit Bretter, nur mit Bretter. Und der ist ja direkt da angeschlossen, der Baumarkt, Baustoffmarkt, der kriegt ja die Bretter. So, das bedeutet, welche Züge halten an und nehmen Bretter mit? Keine wahrscheinlich. Der Zug, der da hinten ist, der könnte diese Tour natürlich gerade mitfahren, ne? Ich glaube, auch diese Ladung würde funktionieren, oder? Mach mal gerade das Depot da oben nochmal auf. Und Waggons, Bretter sind die beiden. Ne, warte. Mach nochmal Holz. Klick dann auf Bretter. Und dann ändert sich nichts, also sind das die gleichen. Das bedeutet, der Zug, der da oben ist, kann die Bretter auch kurz dahin bringen. Könnte er. Auf der anderen Seite, der Weg ist nicht weit, ne? Von da nach da. Ja. Könnte man da lang bauen, ne? Die Straße und lässt einfach die LKW in den LKW da auch fahren. Straße. 100 km/h. Jetzt kommen wir hier nicht rüber, ne? Weil diese Bahngleise so schick gebaut sind. Dann machen wir das hier und bauen das gerade um. Gleise. Das würde da funktionieren. Müssten wir noch da, noch da machen. Dann wäre das schon soweit okay. Und dann müssen wir jetzt von da nach da wegnehmen. Und das wieder dahin bauen. So. Da wird die Straße rübergehen, kann er sein. Jo. Passt, oder? Und dann machen wir das von da nach da. Super. Und von da fahren wir nach da. Passt. Gut, haben wir das auch und dann brauchen wir hier aber einen zweiten Port, weil sonst stehen die sich dann nachher im Weg. Waren sind da, sind da. So, und dann müssen wir da noch eine Route machen. Das weg, das hin, den, mit dem, neue Linie erstellen, ist von da nach
Hier irgendwo. Aber hier geht nicht, weil nur Personenverkehr ankommen kann. Okay, das bedeutet, da müssen wir erst noch was umbauen. Und das kommt dahin. Und warte mal, das machen wir gerade hier noch eine Straße auch hin, bevor da das Ding auf die Idee kommt, das zu machen. So, und dann gehen wir hier wieder hin und fügen den hinzu. Und beim ersten setzen wir auf 100%. So, dann haben wir das. Das können wir schließen. Und die Linie nennen wir jetzt Baumarkt LKW. Zack. Und starten. Ist die Frage, ob der eine dann da reicht. Wir werden sehen, oder? So, der wartet auf Holz. Das Schiff ist wo? Fährt hier unten irgendwo lang. Ah, es dauert nicht mehr lange, dann ist es schon da. Stopp, das war die falsche, die wollten wir haben. Und hoffen, dass jetzt da Holz geladen wird, ne? Warte mal, Holz, hier muss ja jetzt schon Holz liegen, oder? Jo. 153 Festmeter, das ist noch nicht genug. Das wird noch brauchen. Aber es geht schnell. Weil die Kette jetzt gebaut ist, kann das sein. So, Schiff fährt. Das ist gut. Schiff bringt Ware nach da oben. Schiff fährt da hoch. So, dann müsste ja der Zug gleich laden. Das können wir mal schließen hier. Kommt da gleich an. Okay. Da ist der Hafen. Jetzt können wir umswitchen und der Zug fährt. Wartet. Und jetzt sind wir beim LKW. Ja, blockiert ist klar. Erst der LKW fährt, oder? Ja. Zweiter LKW fährt. Dritter LKW fährt. Ich glaube, wir können die LKWs wahrscheinlich relativ zügig. Weil die nehmen 28 Festmeter mit. Das ist ja siebenmal fahren wahrscheinlich. Und das Schiff braucht ewig. Da müssen wir noch optimieren dann. So, er hat entladen. Ich würde mal sagen, einer von den beiden kann auf einer anderen Linie. Fahrplan ändern. Baumarkt-LKW. Ah, der war bestimmt ganz oben. Genau. Machen wir so. Der Baumarkt-LKW, der ist jetzt leider auch schon beladen. Noch 8 Festmeter.
Und dann kann der auch fahren. Der steht da schon. Und der Baumarkt fährt auch. So, dann ist die Kette schon mal erledigt. Fahren wir den mal gerade zum Baumarkt noch mit. So, der fährt da lang, der Baumarkt ist hier, der kriegt gleich Bretter. Da sind sie. Gut, läuft. So, das bedeutet, wir sind damit soweit erstmal durch, dass diese Kette funktioniert. Allerdings haben wir noch hier den Gerätemaschinenfabrik. Die möchte auch noch Bretter haben. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich, warte mal, der Verpackung, also Sägewerk kriegt definitiv, das Holz kommt direkt vom Sägewerk hier rüber, die Bretter, weil die das brauchen. Und Verpackungsmittel bin ich mir jetzt nicht so sicher, was die noch da so haben im Angebot. Verpackungsmittel. Die braucht nur Papier, ne? Ja, die Kette müssen wir dann noch weitermachen. Farbenstahl, Kunststoff, Granulat, Papier. Genau, das ist dann der nächste Weg. Da müssen wir uns ums Papier und weiteres kümmern, damit wir hier das angeschlossen kriegen. Das kriegen wir aber dann auch noch hin. Wo waren das jetzt hier? Also hier ist Papier, das heißt, das bringen die da hoch. Alles klar, das ist dann in der nächsten Folge zu anzubinden. Denn der Baumarkt, der ist ja jetzt schon gut unterwegs, der kriegt seine Bretter schon. Das heißt, diese Kette funktioniert ja. Wo ist unser Schiff? Naja, das braucht noch ewig. Da ist zu überlegen, ein zweites Schiff draufzusetzen wahrscheinlich, weil wir hier genug schon stehen haben wahrscheinlich an Holz, oder? Ja, definitiv kann da noch ein zweites Schiff hin. Ja, kümmern wir uns in der nächsten Folge drum, würde ich sagen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen. Schreibt rein, was ihr davon haltet, was hier gerade passiert. Und teilt das Video auf euren Kanälen, damit die Leute wissen, wo Simotrans läuft. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.